12. Februar 1999. Eureka, Kalifornien, USA. Die 42-jährige Carol Sunt bereitete sich an diesem Morgen auf einen gemeinsamen Urlaub mit ihrer Tochter Julie und deren Freundin, der 16-jährigen Silvina Pelosso, vor. Silvina war eine Austauschschülerin aus Argentinien, die schon seit etwa 3 Monaten bei den Sunts als Gastfamilie wohnte und mit der sich die Familie schon seit Beginn an gut verstand. Carols Mann, der 43-jährige Jens Sunt, war wie auch seine Frau ein bekannter Immobilienmakler aus der Gegend. Er konnte die drei diesmal nicht auf den Ausflug begleiten, da bei ihm selbst eine Geschäftsreise anstand, die mit dem Reisezeitraum kollidierte. Nachdem sie ihre Koffer gepackt hatten, verließen Carol und die beiden Mädchen das Haus der Familie Sunt und flogen gemeinsam nach San Francisco, wo Carol für die Reise ein Auto mietete. Sie stiegen in den Mietwagen und machten sich zunächst auf die Reise zum Campus der University of the Pacific, wo Carols Tochter Julie an einem Cheerleading-Wettbewerb teilnahm. Im Anschluss sollte der gemeinsame Trip erst richtig beginnen. Carol, Julie und Silvina planten einen Kurzurlaub im Westen des Yosemite National Parks, ein etwa 3100 Quadratkilometer großer Nationalpark in Kalifornien, östlich von San Francisco. Sie fuhren in die kleine Stadt El Portal, die an den Yosemite National Park angrenzt. Ganz in der Nähe lag die Cedar Lodge, eine Unterkunft für Touristen und Besucher des Nationalparks, wo Carol zuvor bereits ein Zimmer für sich und die beiden Mädchen gebucht hatte. Hier checkten sie am Morgen des 14. Februar ein. Sie packten ihre Koffer aus und schauten sich die beeindruckende Natur rund um die Unterkunft an. Nach einem ruhigen Start in die gemeinsame Urlaubszeit machten sich die drei am nächsten Morgen gemeinsam auf den Weg, um in den Park wandern zu gehen und sich die riesigen Mammutbäume in der Gegend rund um Tulum Grove anzusehen. Sie verbrachten den ganzen Tag lang Zeit in dem Park und kamen erst am Abend wieder zur Lodge zurück, wo sie sich an der Rezeption einige Filme ausliehen, um diese gemeinsam auf ihrem Zimmer anzusehen. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte: Dies sollte das letzte Mal gewesen sein, dass die Mitarbeiter der Lodge die drei Gäste sahen. Am nächsten Morgen wartete Carols Mann Jens am Flughafen von San Francisco auf seine Frau und die beiden Mädchen, denn ursprünglich war geplant, dass sich die vier dort treffen und gemeinsam nach Arizona fliegen, sobald Jens sein Geschäftsmeeting beendet hatte und die Frauen von ihrem kurzen Ausflug in den Yosemite Park zurückgekehrt sind. Parallel dazu betraten bereits die ersten Mitarbeiter der Cedar Lodge das von Carol gemietete Zimmer. Carol, Julie und Silvina waren nicht mehr dort. Der Checkout der drei Frauen wurde bereits im Voraus abgewickelt und die Zimmerschlüssel lagen auf dem Tisch im Schlafzimmer, so wie es im Vorfeld besprochen wurde. Als Jens Sunt seine Familie auch nach einiger Zeit des Wartens nicht am Flughafen entdecken konnte, vermutete er, dass die drei möglicherweise bereits vor ihm nach Arizona geflogen waren und dort bereits auf ihn warten könnten. Auch Jens stieg nun in das nächste Flugzeug, doch als er am Zielflughafen ankam, konnte er immer noch keine Spur von seiner Frau und den Mädchen entdecken. Er entschloss sich erneut, einige Zeit lang zu warten und verbrachte schließlich sogar die Nacht in der Stadt. Am nächsten Morgen machte er sich immer größere Sorgen und spielte eine Runde Golf, um sich abzulenken und um die Wartezeit zu überbrücken, doch als Carol ihn auch an diesem Morgen nicht kontaktierte, wandte er sich schließlich an die Polizei, um Carol, Julie und Silvina als vermisst zu melden. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, was den vermissten Frauen im Februar 1999 zugestoßen ist, welche grausamen Details zu dem Fall noch ans Tageslicht kommen werden und wie die weiteren Ermittlungen der Polizei verlaufen. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Die Ermittler der Polizei machten sich umgehend an die Arbeit und stellten erste Nachforschungen zu dem Verschwinden an. Eine Überprüfung der Buchungsdaten für den Leihwagen ergab, dass Carol das Auto bisher noch nicht zurückgegeben hatte und auch keine Verlängerung des Mietzeitraums beantragte. Die Polizisten aus der Gegend und auch der Sicherheitsdienst des Yosemite Parks begannen schon kurz darauf mit der Suche in der Gegend, wo die drei Frauen zum letzten Mal gesehen wurden. Zunächst vermuteten die Suchkräfte, dass die Frauen von den Hauptwanderwegen abgekommen waren und sich in den dicht bewachsenen Wäldern verlaufen hatten. Die Suche lief schnell in vollem Gange. Erst vergingen Stunden, dann schließlich Tage, ohne jede Spur von Carol, den Mädchen oder dem auffälligen roten Mietwagen. Nach einigen Tagen der Suche machten die Ermittler dann eine eigenartige Entdeckung. Carols Portemonnaie konnte auf einer Straße in der Stadt Modesto gefunden werden, etwa 150 Kilometer entfernt von der Cedar Lodge und etwa mittig auf dem Weg zwischen dem Yosemite National Park und San Francisco.
Ihr Ausweis, Bargeld und ihre Kreditkarten waren immer noch im Portemonnaie enthalten. Die Ermittler des inzwischen ebenfalls an der Suche beteiligten FBI hielten es zu diesem Zeitpunkt für möglich, dass Carol, Julie und Sylvina einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten. Der FBI-Agent Nick Rossi äußerte sich am 26. Februar als erster Ermittler öffentlich zu dem Fall und erklärte: "Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht genügend Beweise entdeckt, um mit Sicherheit sagen zu können, ob wir es hierbei mit einem tragischen Unfall oder mit einem Verbrechen zu tun haben." Nach 2 Wochen der weiteren Ermittlungen mit Hilfe riesiger Suchtrupps, die rund um die Uhr mit dem Fall beschäftigt waren und die Gegend im Radius von etwa 30 Meilen gründlich absuchten, konnte immer noch keine heiße Spur entdeckt werden. Die Einschätzung des Falls durch das FBI hatte sich in der Zwischenzeit jedoch verändert. Der leitende FBI-Agent James Maddock erklärte: "Wir sind uns fast sicher, dass die Frauen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind." Nach dem Fund von Carol Sons Portemonnaie in einem Wohngebiet der Stadt Modesto arbeiteten die Polizei und das FBI Hand in Hand, um die Anwohner der Gegend und Ladenbesitzer aus dem Umfeld zu befragen. 12 Tage nach dem Verschwinden von Carol, Julie und Sylvina erklärte das FBI schließlich, dass sie den Fall nun nicht mehr wie einen vermissten Fall behandeln würden, sondern wie einen potenziellen Mord. Nachdem auch die Überprüfung von über 1000 verschiedenen Hinweisen aus der Bevölkerung keinen nennenswerten Erfolg brachte, weitete das FBI die Suche nach den Frauen aus, indem zusätzliche Luftunterstützung und auch digitale Ermittlungsansätze hinzugezogen wurden. Carols Ehemann bot der Öffentlichkeit inzwischen sogar eine Belohnung von über 250.000 US-Dollar für Hinweise an, die zu dem Fund seiner Frau und den beiden Mädchen führen. Auch nachdem er diese Summe ein paar Wochen später auf über 300.000 Dollar erhöhte, konnte niemand den entscheidenden Hinweis liefern. Es sollte noch einige weitere Wochen dauern, bis ein Wanderer am 18. März eine schockierende Entdeckung machte. Bei seinem Ausflug in die Wälder des Stanislaus Forest, nahe des Highway 108, bemerkte der Mann einen ausgebrannten 1999er Pontiac desselben Modells wie der Mietwagen von Carol Sund. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Beamten der California Highway Patrol an dem Fundort eintrafen und anhand des Nummernschildes bestätigen konnten, dass es sich bei diesem Fahrzeug tatsächlich um den verschollenen Leihwagen der Sons handelte. Die Polizisten sperrten die Fundstelle ab und informierten umgehend das FBI, dessen Ermittler am nächsten Morgen, dem 19. März, die Fundstelle und das Auto untersuchten. Als die Beamten den Kofferraum des Fahrzeugs öffneten, sahen sie die leblosen Körper zweier Menschen, die durch die Einwirkungen des Feuers nicht mehr mit bloßem Auge identifiziert werden konnten. Nach einer Überprüfung der zahnärztlichen Aufzeichnungen im Laufe der nachfolgenden Tage konnten die Ermittler schließlich bestätigen, dass es sich bei den im Kofferraum gefundenen Personen um Carol Sund und Sylvina Pelosso handelte. Von Julie fehlte weiterhin jede Spur, doch das FBI vermutete, dass sie ein ähnliches Schicksal ereilt haben könnte. Nachdem die Suche in der Umgebung der Fundstelle und die Befragung von Anwohnern keinen Hinweis auf Julies Aufenthaltsort liefern konnte, sollte es noch etwa eine Woche dauern, bis sich die Befürchtungen des FBI bestätigen würden. Die Beamten der Polizei erhielten schon bald einen Brief mit einer handgezeichneten Landkarte. Neben der Landkarte standen die Worte: "Mit dieser hier hatten wir Spaß." Die Ermittler nahmen den anonymen Brief ernst und schickten einige Polizisten zu der markierten Stelle. Es dauerte nicht lange, bis die Beamten erkannten, dass es sich bei dem Brief nicht etwa um einen kranken Scherz handelte, sondern um eine Nachricht des wahren Täters. Am 25. März konnte Julie Sons lebloser Körper, wie auf der Landkarte eingezeichnet, in der Nähe des Lake Pedro, einige Meilen entfernt von dem Fundort des Autos, mit Schnittspuren im Halsbereich gefunden werden. Den Ermittlern wurde nun klar, dass alle drei der vermissten Frauen zu Opfern eines grausamen Verbrechens geworden waren. Das FBI stellte nun eine eigene Taskforce zusammen, die sich ausschließlich mit der Suche nach Verdächtigen befassen sollte. In einem Radius von etwa 75 Meilen wurden zahlreiche Kriminelle aus der Gegend genauer durchleuchtet, die in der Vergangenheit bereits für ihre Verbrechen verurteilt wurden. Da es dem Täter gelang, den auffälligen roten Mietwagen ungesehen von der Cedar Lodge bis zum finalen Fundort zu fahren und er das Auto an einem schwer zugänglichen Ort abstellte, bevor er es in Brand setzte, vermuten die Beamten des FBI, dass er sich in der umliegenden Gegend gut auskannte und möglicherweise sogar nicht weit entfernt wohnte. Einige Wochen vergingen, bis im April schließlich 4 Personen vor Gericht zu dem Mordfall befragt werden. Die 4 Männer wurden in den vergangenen Monaten für Verbrechen unterschiedlichster Art inhaftiert und zählten für das FBI zum Kreis der Verdächtigen. Obwohl alle von ihnen abstritten, an den 3 Morden beteiligt zu sein, gingen die Ermittler des FBI davon aus, die richtigen Täter gefunden zu haben.
Für sie war es nur eine Frage der Zeit, bis sie die nötigen Beweise entdecken, um die vier inhaftierten Männer mit dem Fall in Verbindung zu bringen. Die Öffentlichkeit atmete auf und nach Monaten der Angst ging zum ersten Mal wieder ein Gefühl von Sicherheit durch die Bevölkerung. Diese Sicherheit sollte dennoch trügen, denn schon 3 Wochen später wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, als sich ein Mann telefonisch bei den Parkrangern des Yosemite National Parks meldete und angab, dass seine Bekannte, die 26-jährige Joey Armstrong, verschwunden sei. Die Parkranger gingen dem Hinweis nach und machten sich auf den Weg in eine kleine Gemeinde namens Forrester, wo Joey gemeinsam mit vielen anderen Mitarbeitern des Nationalparks in einer von vielen kleinen Hütten wohnte. Nachdem die Ranger Joey nicht an ihrer Behausung antreffen konnten, durchsuchten sie die umliegende Gegend. Auf einem nahegelegenen Campingplatz machten sie dann eine grausige Entdeckung. Sie fanden den schwer zugerichteten, leblosen Körper der 26-Jährigen, der getrennt von ihrem Kopf dort lag. Zum Zeitpunkt ihres Todes, der von den Gerichtsmedizinern auf den 21. Juli geschätzt wurde, war Joey nur wenige Stunden davon entfernt, eine Reise nach Sausalito in Kalifornien anzutreten, wo sie einige Zeit lang bei einem guten Freund unterkommen wollte. Als sie nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschienen war, machte sich ihr Freund Sorgen und rief die Ranger des Parks an, damit diese nach Joey schauen. Dies konnte schließlich durch die Beamten der Polizei bestätigt werden, als sie vor ihrer kleinen Hütte ihr Auto untersuchten und sahen, dass Joey bereits ihre Koffer für den Ausflug gepackt und im Auto verstaut hatte. Das FBI sah nun ein, dass die Inhaftierung der 4 verdächtigen Männer den Tod von Joey Armstrong nicht verhindern konnte und dass der gesuchte Täter immer noch auf freiem Fuß war. Sie nahmen die Ermittlungen erneut auf, doch diesmal sollte es nicht einmal 48 Stunden dauern, bis der leitende Ermittler des FBI, James Madoc, öffentlich von einem wichtigen Durchbruch berichtete. Bei einer Pressekonferenz erklärte Madoc, dass das FBI einen Mann in Gewahrsam genommen habe, der unter dringendem Tatverdacht in Bezug auf die ungeklärten Morde steht. Bei der nun verhafteten Person handelte es sich um den 37-jährigen Cary Stainer, der als Handwerker in der Cedar Lodge arbeitete, der Unterkunft, in der Carol Sund für sich, ihre Tochter Julie und deren Freundin Sylvina das Zimmer gebucht hatte. Cary Stainer wurde bereits kurz nach den ersten 3 Morden von den Ermittlern routinemäßig befragt, doch da zu diesem Zeitpunkt nichts auf dessen Beteiligung an dem Verbrechen hindeutete, ließ man ihn schon kurz nach der Befragung wieder gehen. Als nun jedoch auch die Ermittlungen im Fall Joey Armstrong in vollem Gange waren, wurde Cary Stainer erneut von den Polizisten verhört. Diesmal schauten sich die Beamten parallel sein Auto an und konfiszierten seinen Rucksack für weitere Untersuchungen. Da die bisherigen Indizien der Ermittler noch nicht für eine Inhaftierung Stainers ausreichten, ließen sie ihn vorläufig unter der Bedingung gehen, dass er die Gegend von El Portel nicht verlässt. Gegenüber der Presse gaben Augenzeugen kurz nach Stainers Entlassung aus dem Polizeigewahrsam an, dass dieser sich lautstark über die Konfiszierung seines Rucksacks und die Untersuchung seines Fahrzeugs ärgerte. Noch am selben Nachmittag durchsuchten die Beamten des FBI schließlich auch seine Wohnung, wobei sie Spuren entdeckten, die Cary Stainer mit den Morden an den 4 Frauen in Verbindung brachten, jedoch gaben sie zunächst nicht öffentlich bekannt, um welche Spuren es sich hierbei genau handelte. Als die Ermittler des FBI Stainer am 23. Juli verhaften wollen, war dieser nicht mehr vor Ort. Er hatte sich parallel zu der Durchsuchung seiner Wohnung aus der Gegend entfernt, doch bereits am nächsten Tag wurde er von dem Geschäftsführer eines Nudistencamps der Polizei gemeldet. Stainer war hier ein Stammgast und der Besitzer der Anlage erkannte seinen Gast auf den Fotos wieder, die überall in den Medien auftauchten. Nach seiner Festnahme durch die Polizei wurde Cary Stainer einem gründlichen Verhör unterzogen, bis das FBI bereits am selben Abend genügend Beweismaterial und belastende Aussagen gesammelt hatte, um Stainer wegen der 4 Morde zu verhaften. Über die nächsten Tage wurde Stainer am Sonntag zunächst nach Fresno und am Montag schließlich nach Sacramento transportiert, um die ersten Gerichtstermine einzuleiten. Dann traf Stainer eine Entscheidung, mit der niemand der Beamten rechnete. Noch am selben Montag äußerte sich Cary Stainer gegenüber einem Reporter der Presse und erklärte: "Ich bin schuldig. Ich habe Carol Sund, Julie Sund, Sylvina Pelosso und Joey Armstrong ermordet. Ich habe mich jedoch an keiner dieser Frauen vergangen." In seinen nachfolgenden Interviews berichtete Stainer, er habe schon seit mehr als 30 Jahren darüber fantasiert, Morde zu begehen, und er beschreibt seine Taten in grausamem Detail. So habe er Carol und Sylvina noch in der Lodge das Leben genommen und sei dann mit Julie zum nahegelegenen Lake Pedro gefahren, wo er am nächsten Morgen auch ihr Leben beendete. Carol und Sylvina habe er in deren Mietwagen verstaut und diesen dann im Waldstück geparkt. Etwa 2 Tage nach seinen Verbrechen sei er dann zu dem Fahrzeug zurückgekehrt, um es anzuzünden und um Carols Portemonnaie mitzunehmen.
Dieses habe er dann bewusst auf einer Straße in der Stadt Modesto platziert, in der Hoffnung, die Ermittler zu verwirren. Zu dem Mord an Joey Armstrong erklärte Stainer, er habe ursprünglich geglaubt, mit seinen ersten Verbrechen davongekommen zu sein, jedoch habe er dem Drang, Joey ebenfalls das Leben zu nehmen, nicht widerstehen können, nachdem er zufällig mit ihr ins Gespräch gekommen sei. Zum Ende des Interviews richtete sich Stainer an die Hinterbliebenen seiner Opfer und erklärte: "Es tut mir leid, dass ihre Geliebten zu diesen Zeitpunkten an diesen Orten waren. Ich wünschte, ich hätte mich selbst besser unter Kontrolle gehabt und dass ich diese Taten nicht begangen hätte." Gegenüber dem FBI gestand Stainer bereits im Verhör am Samstagabend seine Schuld und die Ermittler waren sich diesmal sicher, dass sie nun wirklich den Schuldigen gefunden hatten. Hierbei konnte Stainer den Beamten Informationen liefern, die nur der Täter selbst besitzen konnte, wie beispielsweise die Fundorte der Tatwerkzeuge. Für Kerry Stainers Kollegen aus der Cedar Lodge waren die Neuigkeiten zu seiner Verhaftung eine große Überraschung. In seinem beruflichen Umfeld war Stainer nie negativ auffällig geworden und niemand schätzte ihn als den Typ ein, der zu solchen Taten in der Lage ist. Stattdessen erschien er auf der Arbeit immer als ruhiger und freundlicher Mensch. Kerry Stainers Vater, Delbert Stainer, berichtete gegenüber der Presse, dass er einen Zusammenhang zwischen Kerrys Verbrechen und einem wichtigen Ereignis in seiner Lebensgeschichte vermutet. Im Jahr 1972, als Kerry gerade 11 Jahre alt war, wurde sein jüngerer Bruder, Stephen, entführt und blieb für einen Zeitraum von über 8 Jahren verschwunden. Stephen hatte es nach dieser langen Zeit irgendwann geschafft, seinen Entführer bei der Polizei zu melden und nach dessen Verhaftung wieder lebendig zu seiner Familie zurückzukehren. Dieser Fall ging auch damals schon durch die Medien und wurde schließlich sogar verfilmt, doch für die Familie Stainer bedeutete die jahrelange Ungewissheit um Stephen eine große Belastung. Kerry Stainer wird später noch angeben, dass er sich von seinen Eltern vernachlässigt gefühlt habe, nachdem sein Bruder Stephen verschwand und seine Eltern trauerten. Aus ärztlichen Aufzeichnungen und Berichten seiner Familie geht hervor, dass Stainer in frühen Jahren unter Trichotillomanie litt, also einer Störung der Impulskontrolle, bei der sich die Betroffenen neben anderen möglichen Symptomen häufig die eigenen Haare ausreißen. Oft tritt diese Störung komorbid mit anderen Störungsbildern wie beispielsweise einer Zwangsstörung auf, die später auch bei Kerry Stainer diagnostiziert werden würde. Während seiner Schulzeit wurde Stainer aufgrund seiner Krankheitssymptome häufig von seinem Umfeld gehänselt und er gab an, zum Opfer intimer Übergriffe aus dem familiären Umfeld geworden zu sein. Inwiefern diese Ereignisse tatsächlich eine zentrale Rolle für Kerry Stainers spätere Morde spielten, ist nach wie vor umstritten. Während seiner Schulzeit galt Stainer als sehr intelligent und wurde schließlich sogar als kreativster Schüler seiner Stufe bezeichnet. In seinen späteren Verhören wird er gegenüber den Ermittlern der Polizei noch angeben, während all dieser Zeit schon grausame Fantasien zu Verbrechen an Frauen entwickelt zu haben. Nach seinem Highschool-Abschluss arbeitete Stainer zunächst als Fensterinstallateur in einem kleinen Unternehmen, bevor er im Jahr 1997 eine Stelle als Handwerker in der Cedar Lodge annahm und dabei eine kleine Wohnung über der Lodge zur Verfügung gestellt bekam. Für seine damaligen Arbeitgeber wirkte Stainer wie eine ehrliche und fleißige Person. Er führte Reparaturarbeiten rund um die Lodge durch und kümmerte sich bei Bedarf auch um die Anliegen der Kunden. Alle seiner beruflichen Kontakte, die sich öffentlich zu Stainer äußerten, konnten kaum glauben, dass dieser hilfsbereite und freundliche junge Mann zu solch grausamen Verbrechen fähig sein würde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kamen zusätzliche Details ans Tageslicht, die die bisherigen Erkenntnisse in ein neues Licht rückten. Im August 1999 gab das FBI im Rahmen der Beweisauswertung zum Fall Kerry Stainer bekannt, dass dieser in seiner Befragung die intimen Übergriffe auf 2 seiner Opfer, Julie Sand und Silvina Pelosso, gestand. Eine forensische Untersuchung des Schlafzimmers in der Cedar Lodge konnte diese Version der Geschehnisse schnell bestätigen, als die Ermittler Handabdrücke auf der Fensterbank, Spuren von Körperflüssigkeiten auf einer der Bettdecken und Stainers Haare in einem Staubsaugerbeutel entdecken konnten. Auch im Fall Joey Armstrong wurden Haare, Flecken an einem Bettlaken und Fingerabdrücke sichergestellt, die im Nachgang der Untersuchungen auf Kerry Stainer zurückgeführt werden konnten. Im Rahmen der nachfolgenden Gerichtsverhandlungen gelangten die Inhalte der Polizeiverhöre an die Öffentlichkeit. Hierbei beschrieb Stainer den Mord an Joey Armstrong und erklärte, dass er sie unter dem Vorwand eines Überfalls vor ihrem Haus bedrohte und sie zwang, mit ihm hineinzugehen. Er habe sie mit Klebeband gefesselt und im Anschluss in sein Fahrzeug gebracht, das Auto gestartet und sei mit Joey losgefahren. Nach einer kurzen Zeit gelang es der jungen Frau, sich kopfüber aus dem Fenster des Autos zu stürzen und immer noch gefesselt in Richtung der Wälder davonzulaufen.
Stainer bemerkte den Fluchtversuch sofort, stieg aus dem Wagen aus und lief Joey hinterher, bis er sie schließlich einholte. Bei seinen Befragungen beschrieb er den nachfolgenden Kampf in grausamem Detail, der schließlich damit endete, dass Stainer Joeys Kopf von ihrem Körper trennte. Im Anschluss habe er ihre leblosen Überreste in einen kleinen Bach geworfen und diese mit einigen Ästen und Zweigen bedeckt. Als die Beamten ihn nach seiner Wahrnehmung der eigenen Verbrechen fragten, erklärte Stainer: "Ich habe mich dabei nicht gut gefühlt. Ich sage mal, es war eher ein sachlicher Vorgang. Es ist irgendwie, als hätte ich zwei Persönlichkeiten in mir. Es ist nicht so, als würde ich das Bewusstsein verlieren und dann Dinge tun. Ich weiß, was richtig und was falsch ist." Die Beamten fragten ihn im Rahmen der Vernehmungen, weshalb er sich dazu entschied, Joeys Kopf abzutrennen. Stainer erklärte: "Ich habe einfach die abstoßendste Sache gemacht, die ich hätte tun können. Es war einfach etwas, bei dem ich das Gefühl hatte, es tun zu müssen." Die Gerichtsverhandlungen liefen inzwischen in vollem Gange und es sollte nicht lange dauern, bis Carrie Stainer vor Gericht erneut schockierte. Für sein Geständnis vor Gericht forderte Stainer im Gegenzug, dass seine eigenen Eltern die von Jens Sand ausgeschriebene Belohnung von $300.000 erhalten sollten und dass Stainer in einem Gefängnis nahe seines Elternhauses inhaftiert werden soll. Zusätzlich forderte Stainer allen Ernstes für seine Haftzeit einen Haufen verbotener Abbildungen von Menschen unter dem Erwachsenenalter. Nachdem diese absurden Forderungen an das Gericht nicht erfüllt wurden, gestand Stainer letztendlich dennoch seine Taten bei den nachfolgenden Verhandlungen. Auch in einigen weiteren Mordfällen galt Stainer als verdächtig, bei denen zwischen 1981 und 1994 verschiedene Teile menschlicher Körper in der Gegend gefunden werden konnten. Auch der Mord an Stainers eigenem Onkel im Dezember 1990 konnte nie aufgeklärt werden, jedoch galt Carrie Stainer als einer der Verdächtigen, nachdem er gegenüber der Polizei berichtete, sein Onkel habe sich in der Vergangenheit an ihm vergangen. Während seiner finalen Anhörung vor Gericht brach Stainer dann plötzlich in Tränen aus und erklärte: "Ich wünschte, ich könnte die Dinge ungeschehen machen, aber ich kann es nicht. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, warum ich so etwas getan habe, aber ich weiß es nicht mal selbst. Es tut mir so leid. Ich wünschte, es gäbe einen Grund, aber es gibt keinen. Es ist sinnlos." Leslie Armstrong, die Mutter seines vierten Opfers, Joey Armstrong, brach daraufhin vor Gericht ebenfalls in Tränen aus und erklärte im Nachgang gegenüber der Presse, sie glaube, dass Stainers Entschuldigung aufrichtig gewesen sei. Carrie Stainer wurde im Jahr 2002 in Anbetracht der Beweislage und seiner Geständnisse in allen Punkten der Anklage für schuldig erklärt und zum Tode verurteilt. Er sitzt auch heute noch im San Quentin State Prison hinter Gittern und wartet dort auf die Vollstreckung seines Urteils. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.